So, wir sind jetzt gerade hier im zweiten Gebäude von der Marangoni. Das ist gleich um die Ecke vom anderen. Und wir sind jetzt schon 2 Monate hier und haben auch bald Prüfungen. Man kann auf jeden Fall sagen, dass die Themen grundsätzlich wirklich interessant sind. Man muss aber darauf vorbereitet sein, dass es wirklich in jedem Fach um Fashion geht und weniger um Kunst oder Design. Hier sind die meisten Klausuren in 2 Teile eingeteilt. Die gehen dann jeweils 30 Minuten. Und das Gute ist, dass man nicht am Ende so ein Berg zum Lernen hat, sondern dass man es sich gut einteilen kann. Fühlst du die Ture Love? Oh ja. Yeah. Wir sind jetzt hier in Garibaldi ausgestiegen und dann kommt man so ein bisschen in das modernere Viertel von Mailand. Hier ist es echt ganz cool, hier sind viele Parks, auch Hundeparks, sehr moderne Architektur und wir führen euch jetzt hier mal ein bisschen rum. Hier sieht man auf jeden Fall eine sehr minimalistische Moncler-Werbung. Unter Porta Nova gibt es außerdem noch einen Food District, wo man für zwischendurch mal eine große Auswahl an Snacks und Getränken finden kann. So, was verwendest du deine Outlets? Wir haben uns ein Shuttle-Ticket gekauft, das kostet 20 Euro für hin und zurück. Wir haben dort 5 Stunden Zeit und ja, mal schauen, was wir so alles finden.